Ahoi, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabby und ich heiße euch herzlich willkommen zu Tomb Raider von 2018. Nicht wirklich ein Plot-Fail, aber Videospiele und Filme sind eben irgendwas anderes. Die kann man nicht so eins zu eins umsetzen und damit gehört es irgendwie in diese Kategorie. Mit Alicia Vikander als Lara Croft. Es ist nach einem Videospiel-Reboot der Lara Croft Tomb Raider-Reihe mit inzwischen drei Teilen ein verspätetes Reboot der Filme, die damals mit Angelina Jolie kamen. Alicia Vikander wurde für ihre geerdete Darstellung im Gegensatz zu Angelina Jolie gelobt. Angelina Jolie hat einfach nur rumgeballert, es gibt keinen Morgen mehr, aber das stand im Skript. Der nächste Teil wurde bereits angekündigt für 2022, I don't know. Leos Vater ist auf irgendeiner Insel seit 7 Jahren verschollen. Als er versuchte, einen Weg zu finden, seine tote Frau ins Leben zurückzuholen. Lara hat das Erbe nicht angenommen und ist nun Fahrradbotin. Wie im Computerspiel ist Lara hier noch ziemlich zerbrechlich und Fahrradbotin und unerfahren und wie im Videospiel verwirrt die ludonarrative Dissonanz. Lara hat mit ihrem Vater ein bisschen gerätselt und Bogenschießen gelernt, doch weshalb sie nun eine Guerillakämpferin ist, wird den Zusehern nicht wirklich erklärt. Und ihr Job als Fahrradbotin tut dem Flair des Films auch nicht gerade gut. Am Anfang ist man dann auch nicht so richtig bei Lara Croft. Als Lara endlich ihr Erbe annehmen möchte, findet sie Hinweise auf den Verbleib ihres Vaters und bricht sofort auf. Um sich die Reise leisten zu können, überlässt sie einem Pfandleiher ein wertvolles Artefakt und beweist, dass sie überhaupt kein Verhandlungsgeschick hat. 10. Na, mein Dad. Oh, ihr Dad ist gestorben. Weil sie sind 9000. Gerade waren es noch 10. Kurz darauf lässt sie sich sogar noch ihren Rucksack stehlen und man zweifelt, ob man gerade im richtigen Film ist. Komm, komm. Siehst Welches? Du? Hey! Bleib stehen! Die Brandung um die Insel ist ziemlich fies, weshalb kein Kapitän mit seinem Schiff dorthin fährt und niemand weiß, was auf dieser Insel so vor sich geht. Und Hubschrauber sind nach dem großen Ausverkauf von 2018 augenscheinlich gerade schwer zu bekommen gewesen. Schließlich findet Lara einen jungen Kapitän, dessen Vater auf derselben Insel verschollen ist und der keine wichtige Rolle mehr einnimmt. Als das Schiff kurz darauf an den Klippen der Küste von dieser Insel zerschellt, schießt der Typ noch eine Leuchtpistole ab. Man fragt sich, welchen Effekt er sich davon erhofft hatte, da es mitten in der Nacht ist und niemand nach ihnen sucht, weil sie ja gerade jetzt schiffbrüchig werden. Sekunden später wird Lara im Sturm am Strand gefunden, niedergeschlagen und festgenommen. Offensichtlich steht da jemand seit 7 Jahren jede Nacht an der Küste und wartet darauf, dass ein Schiff eine Leuchtpistole abfeuert. Nur Laras Vater hat wieder nichts gesehen. Lara befindet sich nun in der Hand von Trinity, die heißen da noch anders, aber Trinity, einer militanten Organisation, die gegen alles Okkulte vorgeht. Matthias Vogel ist mit seinen Männern schon seit 7 Jahren auf der Insel und eigentlich würde man sich nun einen etwas ausgedehnten Gangbang erwarten. Gibt sonst keine Frauen und die Jungs sind nicht gerade gemütlich. Matze sucht seit 7 Jahren vergebens das Grab der japanischen Königin Himiko. Doch Laras Vater ist untergetaucht, er glaubt, der ist tot, aber der ist untergetaucht und lenkt ihn seither unbemerkt ab. Mich würde ja interessieren, wie genau er das macht, dass die gesamte Organisation nicht bei der Markierung mit dem großen X gräbt, sondern irgendwo anders und dabei unentdeckt bleibt. Doch nun hat Lara Matze endlich die nötigen Hinweise gebracht, die der Vater aus irgendeinem Grund zu Hause gelassen hat und jetzt weiß Matze, wo er graben muss. Bis zu diesem Zeitpunkt ist von Laras Kompetenz noch nicht wirklich viel zu erkennen. Sofort geht Matze den Informationen nach und findet den Eingang zum Grab zwischen 2 gewaltigen Statuen, die hoch oben auf einem Hügel auf der Insel stehen. Selbstverständlich konnte Matze die ganze Insel in den 7 Jahren nicht gründlich erforschen oder mit einem Hubschrauber überfliegen.
Übrigens, am Ende kommt ein Hubschrauber. Wer käme schon auf die Idee, nach sieben erfolglosen Jahren den Eingang bei den zwei gewaltigen Statuen hoch oben am Berg zu suchen? Zum Glück gab es den Hinweis. Und als Lara nach 7 Jahren endlich ihren Vater wieder trifft, fallen sie sich nicht etwa in die Arme, sondern sprechen über ihre schulische Laufbahn, die Tochter irgendwie versemmelt hat, weil sie ja Fahrradbotin ist. Also Spatz, wo bist du gelandet? Warst du in Oxford oder in Cambridge? Weißt du was, Dad? Ich war auf gar keiner Universität. Tomb Raider 2021 könnte sich nicht besser an die Spielvorlage halten. Wir haben beinahe dieselben Action-Szenen, Stealth, Handlung, Rätsel, einen Bogen, Pickel, eine Winde und sogar explodierende Fässer. Man kommt sich quasi wie in diesem Videospiel vor. Allerdings leidet man in einem Videospiel wesentlich mehr mit, wenn der eigene Charakter während der Action von Wänden fällt, gegen Felsen schlägt, im Fluss mitgerissen und an unwichtigen Stellen durchbohrt wird. Bei einem Tomb Raider Film wirkt dieser Torture-Porn jedoch eher langweilig, weil man nicht so mit dem Charakter mitlebt. Und wenn dir ein Metall in Leber und Niere steckt, hilft ein Verband reichlich wenig. Das überlebt nur Rambo. Die Fahrradbotin packt nun ihre Navy Seals Fähigkeiten aus, keine Ahnung, die hat sie wahrscheinlich vom Fernsehen gelernt, und greift die Bösen an, verzichtet jedoch darauf, Matze zu kidnappen oder gar zu töten, weil sonst könnte sie ja sogar noch gewinnen. Es dauert jedoch nie lange, bis unsere noch verletzliche Hauptprotagonistin wieder gefangen genommen wird. Es tut mir leid. Ich habe den weiten Weg nicht gemacht, um dich sterben zu sehen. Dann endlich wird das Grab gänzlich geöffnet und mehrere Fallen ausgelöst. Hier frage ich mich immer wieder, mit welcher Energie die Mechanismen angetrieben werden. Wahrscheinlich befindet sich am nächsten Hügel eine gewaltige altertümliche Solaranlage, die ebenfalls niemand bemerkt hat. Nun kommt der Twist, den leider kein Zuseher verstanden hat. Eigentlich befindet sich in dem Grab nur ein Virus, und Matze und Trinity finden das gesamte Projekt ohnehin nicht besonders wichtig, wie sie sogar selbst sagen. Dass sie trotzdem 7 Jahre an der falschen Stelle gebuddelt haben, soll wohl ihre unfassbare Kompetenz zeigen. Lara kennt sich mit Viren wohl nicht so ganz gut aus, da sie zu ihrem infizierten Vater läuft und ihn berührt. Nein, komm nicht näher! Bleib zurück! Ich bin verloren. Du darfst mich nicht anfassen. Sicherlich hat sie den Virus vorher mit ihrem speziellen Blick aus dem Videospiel analysiert. Okay, ist nicht durch Kontakt und Luft übertragbar. Da muss er mich wohl beißen. Erst jetzt offenbart sich hinter allem die Organisation Trinity, die sogar noch von den Crofts höchstpersönlich die letzten 7 Jahre gesponsert wurde und auch weiterhin gesponsert wird. Liebe Sturmtrotzer, segel immer straff, halten und auf zum Horizont!